Herzlich willkommen zur Vorstellung des elektromechanischen Spiels Electronic Formula One, erstmals von Tomy veröffentlicht in 1978. Formula One versucht mechanisch mit Hilfe etwa Strom einfache Rennspiele dieser Zeit, wie zum Beispiel das hier, nachzuahmen. Erschienen ist das Spiel in verschiedenen Ländern unter weiteren verschiedenen Titeln wie Digital Derby, Black Racer und Demon Driver. Es existieren verschiedene Gehäuseformen. Bei der einen Form bildet das Batteriefach eine Auswölbung, die andere Version ist etwas massiver und bindet das Batteriefach bündig mit ein. Betrieben wird das Spiel mit zwei Babyzellen, also 3 Volt. Und als Elektro-Derby kann man das Spiel sogar auf einem Android-Handy oder Tablet starten. Beides probieren wir jetzt einmal aus. Bevor wir loslegen können, müssen wir zunächst das mechanische Punktezählwerk manuell auf 0 stellen. Geschafft. Um das Spiel dann zu starten, müssen wir den Start-Reset-Knopf so lange gedrückt halten, bis der Timer auf S steht und dann das Spiel selbsttätig startet. Im Falle einer Kollision blinkt das rote Licht und ein Crash-Geräusch ertönt. Dann müssen wir auch mit diesem Reset-Knopf das Fahrzeug freigeben. Solange das Fahrzeug nicht freigegeben ist, werden noch keine Punkte gezählt. Das Lichtsignal im Falle einer Kollision ist in Wirklichkeit tatsächlich viel heller, als wir das eben in diesem Video gesehen haben. Mit dem Gangweichschalter kann die Geschwindigkeit der anderen Fahrzeuge unterschiedlich beeinflusst werden und entsprechend muss man diesen so benutzen, dass man die anderen Fahrzeuge optimal überholen kann. Und tatsächlich, nachdem man den Rhythmus einigermaßen gefunden hat, wird das Spiel leider recht schnell recht langweilig. Das Spiel endet, wenn der Timer die Position F erreicht hat und dann können wir uns über unsere erreichte Punktzahl freuen. Für einen ersten Eindruck, wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns das Spielgeschehen einmal ohne Gehäusedeckel an. Hier sehen wir die bedruckten Folien, die die Bewegung des Mittelstreifens und der beiden Fahrspuren simulieren. Die Folien haben längliche Löcher. Diese legen auf der Unterseite der Konstruktion beim Passieren einen elektrischen Kontakt frei. Im Zuge einer Kollision wird, das ist alles ganz genau ausgemessen, ein Stromkreis geschlossen. Dies bewirkt dann das Aufleuchten des Lichtsignals und aktiviert gleichzeitig einen Magnetschalter, der eine mechanische Umschaltung im Getriebe auslöst. Der Punktzähler wird vom Kraftfluss getrennt, ein mechanischer Geräuscherzeuger wird aktiviert und die Weiterfahrt blockiert. All dies passiert in diesen weißen Gehäusen. Hier ist ein komplexes Werk an Wellen und Zahnrädern verbaut. Wer das demontieren möchte, sollte bei jedem Schritt Fotos aufnehmen, um nicht am Zusammenbau zu scheitern. Das Zusammensetzen ist ziemlicher Fummelkram, deswegen bleiben die Getriebe jetzt auch zu. Und das ist jetzt die App Electro Derby für Android-Geräte. Hinsichtlich der Optik und der Geräuschuntermalung wurde das mechanische Spiel mit sehr viel Liebe zum Detail umgesetzt. Die Steuerung ist zweckmäßig umgesetzt, das Gerät sollte während des Spielens jedoch auf dem Tisch liegen. Andernfalls dürfte es, wie bei mir hier zu sehen, schwerfallen, im Eifer des Gefechts den Reset-Knopf zu finden und wirklich nur einen Gang weiterzuschalten. Schade ist, dass die Wirkung der Gänge nicht die gleiche wie beim Original zu sein scheint. Jedenfalls habe ich den persönlichen Eindruck, dass sich das Programm deutlich anders spielt. Kann ich mich aber auch täuschen. Ein Blick ist es auf jeden Fall wert. So, das soll es dazu auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Interesse und alles Gute.